Das ist der Jochen. Hallo. Hallo Jochen. Hallo. Heute gibt's mal wieder was Leckeres auf der Gabel, Jochen. Richtig. Willkommen zur zweiten Staffel Kochen mit Jochen. Herzlich willkommen. Ja, wir haben uns entschieden, tatsächlich den Scheiß hier weiterzumachen. Es geht weiter, ja. Und lange nicht gesehen und doch wieder erkannt. Ja. Schönen guten Tag an Anni. Ja. Die ist natürlich auch wieder mit dabei. Gut gelaunt wie immer. Ja. Hey. Und den Mann hinter der Kamera, Piodos. In the place to be. Willkommen natürlich auch, Pat. Hi. Wir machen heute quasi so ein klassisches Spargelgericht mit zum Beispiel Spargel. Richtig. Aber es gibt nicht nur den, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Spargel. Ne? Richtig, es gibt einmal den langen, dünnen und den kurzen, dicken. Ja, du meinst einmal sozusagen Blutpimmel und Fleischpimmel. Ne? Richtig. Ja, im Endeffekt schon. Und der eine ist ein bisschen grünlicher und der andere... Eher weniger grün. Zeigen wir gleich. Ja, ich bin gespannt. Was gibt's als Beilage dazu, Jochen? Kartoffeln. Kartoffeln lecker. Und natürlich haben wir uns auch nicht lumpen lassen und haben ein bisschen Schinken dazu gekauft. Ne? Ja, bin ich raus. Ich bin da dieses Mal nicht für den Einkauf zuständig gewesen. Ich habe hier mal so ein Exemplar. Ja, das ist jetzt der helle Spargel sozusagen. Das ist der helle Spargel, ne? Genau. Und ja, den werde ich jetzt schälen. Den wirst du schälen und kannst du uns auch mal kurz vielleicht eine Stange... Eine Stange von dem Grünen zeigen. Von dem Grünen zeigen. Ja, kann ich auch. Das wäre... Ach, guck mal. Das ist dann der Grüne. Okay. Also ja, geil. Weiß. Die sind an der Farbe zu unterscheiden. Okay. An der Farbe sind die zu unterscheiden tatsächlich. Ja, kann man machen. Der wird nicht geschält. Der wird geschält. Mhm. Vom Geschmack unterscheiden die sich, weißt du das? Oder? Ja. Ja, das okay. Werdet ihr gleich dann feststellen. Bah, lecker. Ja, lecker. So, auch ganz lecker vom Markt. Wie der Spargel natürlich auch. Frische Kartoffelkäse, die es dabei gibt. Hoppala. Eine versucht schon abzuhauen, aber sie hat keine Chance. Schon alles schnappt. Nein. Ja, jetzt geht's los. Pat schält wie ein junger Gott, eine junge hier, Göttin. Jetzt geht's los. Ich bin hab hier schon so ein bisschen. Guck mal, das bleibt so, ne? Die Köpfe und so, das bleibt alles dran. Das bleibt alles dran, ja. Köpfe sind das Beste. Ja. Kennt ihr ja vielleicht, wer im Aldi mal Spargelköpfe gekauft hat, aufgeweicht in so einem Glas. Das ist so die Essenz des Spargels. Wichtig ist natürlich, beziehungsweise der Unterschied ist hierzu, das ist frisch und da kommt natürlich der komplette Spargelgeschmack zur Entfaltung, könnte man sagen. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben heute eigentlich einen sehr schönen Tag draußen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben auch in der Sonne gesessen und haben schon etwas, ja, eine kleine Weinprobe, ne? Wollen wir mal nicht hinterm Berg halten, die haben wir schon heute hinter uns. Und so macht das Kochen natürlich viel mehr Spaß. Wo, Jochen? Ich raste aus. So, ein kleines Riesling Weinchen vom Matthias Hof in Feinherb zur Animation fürs Kochen. Ja. Dann sind wir doch zu Spargel immer empfehlen. Weil der ist wirklich süßer, feiner. Ja, der ist süßer, auf jeden Fall. Richtig. Wir sind nämlich im letzten Jahr Weinkenner geworden, weil wir zusammen einen Urlaub in Wintrich an der Mosel verbracht haben. Seitdem sind wir so ein bisschen auf Wein. Ja. Man wird ja auch nicht mehr jünger, man wird ja älter. Ne? Ja. Kein Kaffee, kein Wasser, früher Blumner. Ich war früher immer ein großer Blumner-Freund. Ja. Raus, ist alles weg irgendwann, ne? Irgendwann, ja. Ja, man stellt sich so ein bisschen um und man wird ja auch vielfältiger, würde ich jetzt fast sagen. Natürlich, ich habe mittlerweile die dritten Zähne. Wie ihr seht, ungefähr 750 Gramm. Ungefähr genau 750 Gramm, meine sehr verehrten Antenne. So, und nicht wir wollen essen alleine, sondern natürlich auch unsere kleine Fliegenfalle. Fleischfressende Pflanze und jetzt tatsächlich gerade eine Fliege reingeflogen. Ich sag mal einfach so. Das platt schon. Guten Appetit. Ja. So, der Jochen schneidet Knoblauch. Klein. Also ich muss wieder zu meiner Schande zugeben, ich habe selber noch nie Spargel frisch gekocht. Habe das zwar schon mal auch in einem Restaurant irgendwo gegessen
Und für mich ist das heute auch hier sozusagen ein Novum. Jochen, für dich auch oder hast du schon mal Spargel gekocht? Gekocht tatsächlich nicht, weil ich mag ihn nicht gekocht. Ach so. Ich bin kein Spargelesser. Aha. Also ich... Das heißt, wir kochen den Spargel heute nicht? Ja, das, was bei vielen Sachen, wenn man von denen man denkt, dass man sie nicht mögen würde, manchmal liegt es daran, dass man sie halt noch nicht in der Version gegessen hat, in der man sie machen könnte, weil wir kochen den nicht, wir kloppen den in Alufolie mit Salz und Zucker und Butter und hauen den in den Backofen. Okay. Siehst du, da sind schon wieder Pläne am Start, von denen ich keine Ahnung hatte, ja. Aber woher auch? Ja, aber der Knoblauch ist auch nicht für den Spargel. Nein. Der ist für die Kartoffeln. Der ist für die Kartoffeln, okay, alles klar. Deswegen geht der jetzt auch da rein. In eine Opferform. Da kommen gleich die Kartoffeln rein, die wahrscheinlich auch geschnitten werden. Es gibt einen Kartoffelgratin, sagt der Jochen. Dafür schon mal den Knoblauch in die Auflaufform. Ein bisschen Olivenöl dazu. Spargel ist fertig, sagt die Pat. So, wir haben jetzt hier 5-6 Lagen Alufolie aufeinander gehäuft. Pat, und du machst jetzt... ich mache jetzt Spargelpäckchen fertig. Du machst jetzt Spargelpäckchen fertig. Okay, das gucken wir uns mal an. Weil ja, wie gesagt, der Spargel in den Backofen soll. Also, Spargel, Salz, das hier ist Zucker. Nicht viel, nur so ein bisschen, also nicht... ganzen Löffel, sondern nur so diese Butter und dann wickeln wir Spargelpäckchen. Das heißt, wir machen hier oben zu. Und machen die am Rand zu. Und dann immer so ein bisschen Luft drin lassen, also nicht eng zuwickeln, sondern dass da ein bisschen Luft drin ist. Also, ihr habt es gehört. Immer hier so 4-5 Stück, oder 6, je nachdem. Bisschen Butter dazu. Ein bisschen Zucker dazu. In diesem Fall ist das brauner Zucker. Ja, weil wir keinen anderen haben, wir haben nur den. Ja, aber brauner Zucker ist ja okay. Bisschen Salz. Bisschen Salz. Dann wird das eingerollt. Bitte darauf achten, bisschen Luft dazwischen lassen. Also nicht komplett luftdicht einrollen, die Ecken so mit der Hand verschließen, links und rechts und zack, fertig ist das Spargelpaket für den Backofen. Die Kartoffeln werden in Scheiben geschnitten, in diesem Fall mit dem tollen Gerät, dem Nicer Dicer, wo alle noch drüber gelacht haben, immer bei der Fernsehwerbung, aber es ist ein richtig geiles Gerät tatsächlich, ihr seht wie schnell es geht. Da ist der Finger ab. Ja, also wie gesagt, wir machen Kartoffelgratin. Deshalb die Kartoffeln in Scheiben. Die dann gleich in diese Auflaufform kommen und dann in den Backofen. Die macht es mit ein bisschen mehr Gefühl. Ja. Kann nur geil werden. Kann nur geil werden. Sieht das schon gut aus. Ja, es ist auch total, nachdem Annette zu mir gesagt hat, das macht total Spaß, mach weiter. Mach ich das? Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Bin ich verrückt. So, das heißt, die grünen Spargel, die werden jetzt nicht so eingepackt, wie wir das gerade gesehen haben, sondern die werden gebraten. Genau, die braten wir ein bisschen Butter und dann. Warum werden die jetzt gebraten? Das ist der Unterschied. Ach so, okay. Man hat halt zweimal Spargel sozusagen, ne? Genau, zwei diverse. Einmal gebacken sozusagen und einmal gebraten. Genau. Geil. Einmal im eigenen Saft gegart und einmal angebraten. Okay. Und der schmeckt am besten angebraten. Den Knoblauchöl drinne. Ja. Machen wir jetzt die Hälfte von den Kartoffeln rein. Circa die Hälfte der Kartoffeln, alles klar. Da kommt jetzt ein bisschen Gewürz dazwischen. Ein bisschen Gewürz, okay. Ja. Was sich dann wahrscheinlich durch die Kartoffeln durchziehen wird. Ich mache das immer so ein bisschen hier, dass der Knoblauch so ein bisschen
reinkommt, man sieht schon, ja, dass das was wird. So ungefähr die Hälfte. Dann kommt jetzt ein bisschen Muskat rein. Muskat, ja. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer. Und jetzt haben wir hier nämlich, habe ich von meiner liebe Freundin Nadine selbst gemacht gekriegt, ein Gewürzsalz. Okay. Das hat ein grobes Salz. Mit Gewürz. Mit Gewürz. Also ein Gewürzsalz. Ein Gewürzsalz. Ja, von Nadine. Genau. Danke, Nadine. Aus der Gewürzmanufaktur Schnitzel. Nadine. Machen wir da ein bisschen Käse zwischen. Okay. Käse immer gut, ne? Käse immer gut. Ja. Käse ist im Grunde heute unser Geschmacksträger. Unser Hackfleischersatz. Ja. So, und dann kommt der Rest da drauf. Jetzt die restlichen Kartoffeln drauf. Ich gehe fast davon aus, ja, dass die gleiche Gewürzmischung plus Käse gleich nochmal oben drauf kommt. Richtig? Falsch. Die zweite Hälfte von die Kartoffeln. Darf ich mal kurz höflich sein? Nein. Halben Becher, gar nicht mal, ein Becher Sahne. Ja. 250 Milliliter Sahne und 250 Milliliter Milch. Okay. Das wird jetzt ein bisschen gepfeffert. Und nicht in Frage gestellt. Nein. Warum auch? Richtig, warum? Man kann ja auch Sahne kaufen und sie irgendwo verbaseln. Ja, im Einkaufswagen liegen lassen oder was auch immer. Dann kann man noch versuchen, diverse Tankstellen abzufahren oder Kioske. Ja, ja. In der Hoffnung, dass man Sahne bekommt, frische. Aber wenn man nichts... keine, kann alles passieren. Aber wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Nein. Wir sind ja nicht so doof, dass man nur Milch nehmen würde. So, theoretisch. Also bitte. So. Also. Pfeffersalz, Brühe, Muskat. Und Nadines Gewürzsalz. Ich habe da so eine ganze Flasche. Okay. Wenn man das nicht hat, kann man das natürlich nicht nachkochen. Gut. Nein. Dann ist das halt so. Dann rühren wir den ganzen Senf durch. Aber wir machen es einfach nur noch so. Da kommt jetzt noch ein Gratin-Käse drauf. Gratin-Käse? Ja. Was ist das für ein Käse, Jochen? Gratin. Ja, hatten wir ja gerade schon gesagt. Ja. So. Ich nehme entweder nehme ich oder bitte schön. Mozzarella geriebenen oder Cheddar. Also, Jochen sagt Mozzarella geriebenen oder halt Cheddar-Käse. Das ist je nach Geschmack. Richtig. Alles ein bisschen milder, alles ein bisschen würziger. Genau. Jetzt kommt meiner Meinung nach das Geilste. Nämlich der Geschmacksträger und das ist... Das ist Butter. Butter. Butter immer gut. Gute Butter von der Mutter, schön in immer, kleinen Scheibchen einfach. Ein bisschen Butter oben drauf. Genau. Und du willst, wenn ich irgendwie Soße mache und die schmeckt nicht, dann mache ich erstmal ein Stück Butter rein und guck mal, was dann passiert. Fett ist halt nur mal ein Geschmacksträger. Ja. Und je nachdem, was man auch für eine Butter hat, irgendwie kann das schon Wunder bewirken. Ja, sozusagen. Es kann gute Butter sein oder andere. Ja. So, da unten hin. So, Gratin im Backofen. Und da der Spargel rein. Der Spargel auf einem Backblech. Oben drüber. Oben drüber. Jetzt machen wir 50 Minuten Uhr. Dann kommt der Spargel raus. Mhm. Dann kommt den Gratin eine Stufe höher und wird nochmal 10 Minuten, Viertelstunde überbacken. Ähnlich wie wir es mit der Lasagne gemacht haben. Okay, alles klar. Jetzt hat sie eine Alufolie drüber. Und Jochen hat gesagt, irgendwie der Spargel ungefähr 50 Minuten. Ja, und das Gratin eine Stunde. Und das Gratin eine Stunde, bei wie viel Grad ungefähr? Ja, 180, 200 Grad, je nach Ofen. Alles klar. 180, 200 Grad. Ja, dann gucken wir mal. Und melden uns in 50 Minuten wieder. So, der grüne Spargel in der Eisenpfanne. Jochen macht gerade ein bisschen Salz dazu. Wer unsere Sendung verfolgt hat, der kann sich vielleicht noch erinnern, wie die Pfanne mal ausgesehen hat. Ist nicht unsauber, ne? Nicht, dass ihr denkt, wir würden die nicht sauber machen.
Das gehört einfach dazu. Wir machen jetzt einen Wechsel. Der Kartoffelgratin, wie wir schon vorhin gesagt haben, der braucht ein bisschen länger als der Spargel. Aber der Spargel sollte jetzt fertig sein. So, also der Spargel raus. Und da kommt die Folie ab. Und der kommt jetzt gleich eine Etage höher. Jochen macht die Folie ab vom Gratin und den packen wir jetzt noch eine Stufe höher, weil der braucht noch mal 10 Minuten. Einer? Ungefähr. Ja, so Mitte. Ja, genau da. Und dann wird der ein bisschen Farbe kriegen. So, der lecker angebratene grüne Spargel. Jochen sagt gerade. So ungefähr wollte ich das haben. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob man weißen Spargel und grünen Spargel zusammen serviert. Die Hollande ist von mir selbst persönlich vorbereitet und im Tetrapack verschweißt. Ja, ich habe ja einen Spezialkäse gekauft. Genau, wo ist der überhaupt? Der ist immer noch im Kühlschrank. Ja, dann müssen wir den rausholen, der ist noch viel zu kalt. Empfohlen von Frau Struve. Jetzt guckt mal, Leute, der Gratin. Ja, guck mal, der Ofen, der weint schon vor Freude. Sehr, sehr geil. Ja, Jochen, bitte raus damit. Passend zum Spargel haben wir natürlich hier eine kleine Schinkenplatte aufgefahren. Sieht alles sehr lecker aus. Der Schinken atmet schon mal ein bisschen, bevor gleich gegessen wird. Hier haben wir noch ein bisschen Spezialkäse, den man je nach Geschmack über die Soße träufeln kann. Einfach mal vorher probieren kann. Oder einfach vorher probieren kann. Zack, weg ist er. Ja, und dann ist es ein luftgetrockneter Knochenschinken. Ein luftgetrockneter Kochenschinken? Knochenschinken. Das ist ein Schwarzwälder Kernschinken. Und dieser Schinken heißt leichter Genuss. Das ist auch ein geräucherter. Also das ist geräucherter und der ist luftgetrocknet. Okay. Dann weiß ich schon, von welchem die Anni sich gleich bedienen wird. Hellschreie. Auch nochmal. Nochmal. Und ich auch. Oh. Hey, wie du das, oder? Ja. Hast du direkt ein bisschen Flüssigkeit noch mit auf dem Teller? Also ganz ehrlich, richtig lecker. Ich kann es nur empfehlen, wer nicht auf Spargel ist und das gerne mal ausprobieren möchte, macht es. Entweder grüner Spargel, sehr lecker aus der Pfanne irgendwie, oder halt den normalen, in Anführungsstrichen gelben Spargel, so wie wir es gerade gezeigt haben, im Backofen zubereitet. Man kann ihn natürlich auch kochen, ist aber Geschmackssache. Also unsere Empfehlung, Spargel mit ein bisschen Auswahl an Schinken, entweder luftgetrocknet oder geräuchert. Je nach Geschmackssache. Dazu haben wir einen Kartoffelgratin gemacht, der auch sehr lecker war. Und ein bisschen Sauce Hollandaise mit einer Prise Käse. Art Parmesan ungefähr. Ja. Ja, und Weißwein. Und Weißwein dabei natürlich, aber nur Weißwein von der Mosel, ne? Ganz wichtig.